Ja, hallo liebe Klemmbaustein-Fans, liebe Freunde der kleinen gelben Helferlein, hier ist Ben Briggs und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, herzlich willkommen zu einem neuen Review hier auf meinem Kanal, diesmal von der Firma Mega Constructs. Und ich habe echt so überlegt, soll ich da jetzt wirklich ein Video zu machen? Ich meine, das Set ist klein, das Set hat gefühlte 10 Teile. Aber dann habe ich so gedacht, das Set ist geil, das Set ist super, die Teile, die da drin sind, sind so toll, die muss ich euch einfach zeigen. Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, komm, schmeiß die Kamera an, mach's ein kleines Review für zwischendurch, wenn euch das Thema nicht interessiert. Ihr wisst ja, es gibt noch ganz viele tolle andere Videos da draußen von mir und da könnt ihr gerne dann da schauen. Aber es ist trotzdem, ich glaube, es ist ein Set, was euch da draußen auch durchaus gefallen könnte, ist leider nicht mehr so am Markt, dass ihr es für quasi, also ganz regulär und problemlos kriegen könnt. Es ist immer so ein bisschen mit Umwegen verbunden. Deswegen geht hier auch nochmal vielen Dank, ein ganz großer Dank, so heißt es, ein ganz großer Dank an den lieben Felix hat daraus, der mich auf Instagram angeschrieben hatte und gesagt hat, hey, du hast doch letztens davon im Einhorn gesprochen. Ich habe hier das Set gefunden, hey, hast du Bock, sollen wir uns zusammentun, an Versandkosten war ein bisschen mehr. Ja, habe ich gesagt, bin ich dabei, will ich auf jeden Fall gerne haben und ja, in diesem Sinne ist das Set jetzt bei mir gelandet und heute stelle ich es euch vor, es geht natürlich hier um Agnes Spielzeugverkauf. Ja, und da haben wir ihn vor uns stehen, Agnes Spielzeugverkaufsstelle. Und, wie auch immer, von der Firma Mega Constructs aus der Serie zum Film Despicable Me 3, also ich einfach unverbesserlich 3, die Nummer 11 DX79 aus dem Jahre 2017. 70 Teile und das Ganze für 10 bis 15 Euro. So, jetzt kommen wir natürlich für viele an den Punkt, mein Gott, ist das teuer. Das muss man betonen, dass das teuer ist. Ja, aber wer sich über Mega Constructs im Vorfeld informiert hat, der weiß, dass Mega Constructs gerne etwas teurer ist als so der Standard-Klemmbausteinpreis von der dänischen Firma, mal ganz abgesehen von den ganzen chinesischen Firmen. Das ist hier, ne, da haben wir halt ein bisschen, das ist ein bisschen teurer, deswegen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Mega Constructs jetzt nicht so übermäßig gut in Europa läuft. Ich weiß es nicht. Naja, aber auf jeden Fall hier ein nettes kleines Set und ich habe gedacht, ich muss es euch einfach zeigen. Es ist winzig, es bietet, sag ich mal, nicht die große Masse an Teilen, aber die Teile an sich sind super. So, Karton hatte ich euch eben gezeigt, brauchen wir auch nicht weiter mehr drüber reden. Ne, nochmal hier für alle zum Angucken, zack, zack, zack. So, genug geguckt, weiter geht's und dafür gehen wir jetzt mal ein bisschen näher an das Set heran. So, da steht es jetzt alles ein bisschen näher vor uns und ja, wir haben bei diesem Set insgesamt im klassischen Sinne 2 Minifiguren. Ich persönlich sage fast schon 3, aber naja, ich denke, was wir alle als Minifiguren definieren, ist zum einen hier unser kleiner, ist es Bob? Ich weiß es nicht, unser kleiner Minion mit dem Tischtennisschläger, den nehmen wir ihm mal kurz weg. Ah, Dreck hier. Er hat ganz normale Hände zum Aufnehmen von Dingen. Er kann die Hände aber auch in verschiedenste Richtungen, sag ich mal, in der Horizontalen bewegen. Nicht nur wie die Lego-Figuren in der Vertikalen. Auch die Füßchen können in verschiedene Positionen gebracht werden. Ihr seht das hier ein bisschen. Ne? Ihr könnt die hier und auch ein bisschen zur Seite. Da habt ihr ein bisschen Spielraum, um das zu machen. So, man kann ihm die Brille abnehmen, dann sieht das unten drunter so aus. Ne? Also das nur mal so für das Protokoll. Da oben kann man ihm noch was reinstecken, das ist auch ganz witzig. Ja, hier hinten anscheinend auch. Da habe ich aber noch nicht ausprobiert, wofür das ist. Da gibt es wahrscheinlich viele, viele Möglichkeiten. Und ja, viel Spaß und Spiel, wie das so schön heißt. Er hat hier diesen kleinen Tischtennisschläger in der Hand gehabt. Dann werde ich ihm auch gleich wieder geben, ne? Ein kleiner Schläger, damit er Tischtennis spielen kann. Ne? Was aber, beziehungsweise es soll ja hier der Verkaufsstand sein. Das heißt ja hier Toys for Sale. Aber da kommen wir gleich dazu. So, dann haben wir hier Agnes, die kleine süße Agnes, die nicht von ihrem Platz runter will. Genau, das ist Agnes, auch eine wirklich hübsche Figur. Da seht ihr es auch, da ist das Loch für die Haare, da können wir es draufsetzen. Und dann hat sie hier einen Pinsel in der Hand mit rosa Farbe. Das ist auch hier auf den Torso drauf gedruckt.
Ja, ansonsten vom Druck her gesehen nichts Spannendes. Die Füße können vor und zurück, die Arme können vor und zurück. Da ist nicht so viel Bewegungsfreiheit. Von hinten keine Noppenaufnahme zum Hinsetzen, das ist schade. Aber ansonsten wirklich eine putzige kleine Figur. Stellen wir mal ganz kurz hier hinten hin. So, was ich persönlich noch als dritte Figur definiert habe und was ich mega, mega cool fand, das muss ich mal gerade hier unten diesen Stängel da rauspulen. So, ist das Einhorn. Leute, es ist ein Einhorn. Ein Einhorn. Genau, ein Einhorn. Wer den dritten Teil gesehen hat, der weiß ja, was hinterher das Einhorn für Agnes darstellt. Ne? Schwanz können wir bewegen. Hier oben den Kopf können wir bewegen. Die Friese können wir ein bisschen bewegen. Hals können wir bewegen. Hier ist auch noch der Mund drauf gedrückt mit der Zunge. Vier Dinger, das sind allerdings keine Noppenaufnahmen. Das heißt, wir können das nicht hier irgendwo auf eine Noppe stellen. Das finde ich ein bisschen schade. Dafür aber gibt es halt diese Dinger, die waren auch dabei. Das heißt, ihr könnt es draufstecken. Ja, gut. Ist jetzt vielleicht nicht super duper schön, aber okay. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben eine flexible Kiste. Warum auch immer sie flexibel ist, ich weiß es nicht. Dann haben wir hier einen. Ja, so ein Bowlingkegel, oder ein Kegelkegel, ein Bowlingkegel, sage ich jetzt mal, das klingt ein bisschen netter. Dann haben wir hier einen kleinen Teddybären, ja, da kann ich auch verstehen, warum sie den verkaufen will, ist vielleicht auch nicht mehr up to date, ne? Dann haben wir hier ein Fliegviech, ein kleines gebautes Flugzeug, das finde ich auch sehr, sehr hübsch. Nett gemacht, paar kleine Teile, schwupps, hast du so ein Fliegviech. Das ist ja ähnlich wie das bei der Buchhandlung von Lego, bei dem Modular. Ich lasse die mal runter. Und dann haben wir hier noch, ja, ich würde es jetzt mal fast als Bowlingkugel klassifizieren, auch wenn, ja, es ist kaum runde Stellen. Wir haben hier eine Noppenaufnahme, wir haben hier eine Griffaufnahme und ja, gut, es ist eine Bowlingkugel, damit können wir hier den Kegel hier abwerfen. So, dann haben wir mehrere von den Teilen, da können wir Sachen draufstecken. Wir haben eine Blume, die finde ich jetzt nicht so spannend, was ich aber cool finde. Ist dieses Teil hier, warte, ich mach's mal ab, zeige ich euch mal aus der Nähe. Das ist so eine Feder, Ploing, beziehungsweise Ploing. Und das war auch mit ein Teil, was ich unbedingt haben wollte, weil da kannst du super viel schaule Sachen machen mit anderen Sets. Und laut Beschreibung kann man wohl auch den Minion natürlich hier oben draußen. Könnte auf jeden Fall Spaß mit haben. Das ist sehr, sehr lustig. Aua. Ja, gut, das dazu. Und was auch sehr schön ist, das hier ist ein etwas steiferes Plastikteil, bedruckt natürlich Toys for Sale. Und das ist hier festgemacht, also so ein Löcher drin kennt ihr ja auch mit verschiedenen Fingerabdrücken. Vielleicht könnt ihr das sehen hier oben. Diese Fingerabdrücke, sehr, sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, sehr, sehr klein, aber fein, sage ich jetzt mal, versuche ich es jetzt mal so zusammenzufassen. So, da gehst du drauf, genau, dann kommt der Minion wieder hier hin. Dann kommt das Pferdchen, wo tun wir das Pferdchen hin? Hier hinten hin, ja, und dann guckst du aber in die Kamera. Oh, ja, oh. Und wir haben hier Agnes, die was verkaufen will. Ja, ein sehr schönes Set. Wie gesagt, preislich muss man wissen, ob man das ausgeben möchte oder nicht. Ich denke, das ist aber in jedem Kontext der Fall, wenn man Spielzeug oder alles, egal was man kauft, ne? Man muss immer wissen, ob man das ausgeben möchte oder nicht. Es sind nette kleine Teile dabei, ein paar lustige Sachen, fand ich echt cool. Und nochmal lieben Dank an den lieben Felikater, der mir da geholfen hat, das Set zu bekommen. Und ja, ich bin sehr happy und werde die Teile dann sicherlich irgendwo gewinnbringend in meine weiteren Mocs und Dioramen einbauen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal ganz kurz in der Zusammenfassung Pro und Contra und ich denke, dann haben wir es doch, oder? Was meint ihr? Habe ich euch zu viel versprochen? Habe ich euch zu viel versprochen? Ich sage an der Stelle wirklich klein, aber oho, ja, genau. Also ein kleines Set, wirklich nicht viele Teile, aber so viel coole kleine Features, mit denen man spielen kann. So viel coole Teile, die einfach auch mit Liebe gemacht sind, wo man halt so merkt, ah, da haben sie sich echt Mühe gegeben. Allein schon dieses Brrrring, also da kommt das Kind in mir raus, der Bling, Bling, Bling. Ja, gut, das dazu. Ja, und ich musste es euch einfach zeigen. Es ging einfach nicht anders, deswegen habt ihr jetzt hier dieses Video geschaut und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Fassen wir kurz zusammen. Der Preis
An sich bei Mega Construct ist natürlich immer so ein Ding, wo man halt für sich wissen muss, gibt man das aus dafür oder nicht. Aber man bekommt, und das sind jetzt die Pros dieses Sets, tolle kleine Figuren, nicht Lego-Figuren, sondern andere Figuren. Wir bekommen tolle kleine Teile, die alle bedruckt sind. Und wir bekommen auch wirklich liebevolle Details, die wir hier haben. Auch mal was Besonderes, ich sag mal, diese zusammendrückbare Box hat mich ein bisschen verwundert. Ich habe gesagt, okay, kann man machen. Ja, also insgesamt finde ich, hält sich das die Waage, und für mich war es an der Stelle wirklich, wo ich so dachte, ja, muss ich haben, habe ich gekauft. Und da steht's vor euch, vor mir, und ich habe Spaß. Und ihr hoffentlich auch. Ja, so ist das. Gut, aber jetzt lasst mich natürlich mal gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr von den Sets, auch generell zu der Despicable Me 3 Serie oder zu dem Film haltet. Ich habe euch ja schon das kleine Gru, also das kleine Auto von Gru vorgestellt mit dem Minion, also das Mini-Auto. Gehört auch in die Serie. Und jetzt haben wir das. Es gibt natürlich auch größere Sets, aber die habe ich jetzt nicht. Trotzdem schreibt es mir mal unten rein, ob ihr vielleicht auch was davon habt oder wie ihr das findet. Würde mich mal brennend interessieren. Vor allen Dingen, wenn ihr Sets habt, wo habt ihr die her? Wie viel habt ihr dafür bezahlt? Wie fandet ihr so die Preislage bei den Sets? Gerechtfertigt oder zu teuer? Schreibt es einfach mal unten rein, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, und da sind wir schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich danke auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und der YouTube-Algorithmus sowieso, der eskaliert dann. Ah, geil, Daumen. Und ja, wenn du neu auf meinem Kanal bist, und das wird jetzt noch besser, wenn du neu auf meinem Kanal bist und jetzt nichts mehr verpassen möchtest, ja, dann drück doch gleich mal den Abo-Button. Und direkt hinterher die Glocke. Denn dann wirst du nichts mehr verpassen, was hier auf meinem Kanal vor sich geht. Und wir sehen uns im nächsten Video und da freue ich mich sehr drüber. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag. Baut was Schönes, habt Spaß, bleibt gesund und ich sage ciao.